willkommen, meine Lieben. Ich habe mir beim Kabelwerk eine Einlegstrommel besorgt. Die kostet ein paar Euro, macht aber nichts. Was habe ich vor? Ich möchte hier draus einen Partytisch machen. Das heißt, in der Mitte kommt ein Eimer rein. Den bekommt ihr schon in jedem Supermarkt für ein paar Euro. Da kann man dann Eis reintun und Bierflaschen kühlen, Getränke kühlen. Oder ihr macht Sangria und setzt euch alles rum. Könnt ihr auch machen zum Beispiel. Ich werde die Trommel so weit belassen, wie sie ist. Die Oberfläche wird abgeschliffen. Und dann wird es eigentlich bloß noch für die EM, was jetzt losgeht, nur noch schön dekoriert. Und fertig ist mein Partytisch. Später, wenn die EM vorbei ist und ich ein bisschen mehr Zeit habe dafür, werde ich ihn noch einmal zur Brust nehmen und vielleicht noch ein verändern. Aber im Großen und Ganzen soll es erstmal so bleiben. Viel Spaß und los geht's. So, als erstes habe ich hier mir schon die Umrisse des Eimers markiert. Ist zwar nicht ganz mittig geworden, müsste man eigentlich nochmal machen, aber ich lasse es so. Und bin eigentlich im Prinzip einen halben Zentimeter bzw. einen knappen Zentimeter wieder reingegangen, sodass der Eimer mir nicht durchfallen kann. Als nächstes seht ihr, es ist ziemlich stark gewellt, das Holz. Stand wahrscheinlich länger draußen, die Trommel. Und deshalb will ich die eigentlich so belassen, erst einmal. Und wir sägen jetzt als erstes dieses Loch raus. Vorteil, ich brauche nicht zu bohren, denn ich habe hier schon ein großes Loch drin. Und das machen wir jetzt mit der Stichsäge. Los geht's. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Schritt, das Abschleifen. Leider ist mein Dreieckschleifer kaputt gegangen, oder besser gesagt mein Delta-Schleifer. Also musste ich mir für die Bohrmaschine etwas besorgen. Und zwar dieses hier. Und damit werde ich jetzt erst einmal mit dem Viertelstock kommen. Mit diesen Blättern hier. Erstmal grob abschleifen und dann glaube ich ist noch in 120er drinnen nochmal drüber schleifen. Ganz eben wird der Tisch dadurch nicht, aber er kriegt wieder eine ordentliche Farbe. Also würde ich sagen, Eimer raus, Stichsäge weg und los geht's. Meine Lieben, der Tisch ist erstmal soweit fertig und mit dem Abschleifen hat nicht ganz so geklappt. Ich werde mir wahrscheinlich auf jeden Fall wieder einen Delta-Schleifer holen bzw. einen Bandschleifer. Vielleicht wisst ihr, was besser ist, aber ich würde am besten alle beide holen, weil man die unterschiedlich einsetzen kann. Der WM-Tisch ist erstmal soweit fertig. Die Party kann steigen. Hoffe, Deutschland gewinnt. Und wenn es euch gefallen hat,
lasst einen Daumen da, beziehungsweise ein Abo. Schreibt mir eure Kommentare unten in den Comments, ob es euch gefallen hat, was ihr besser machen würdet. Und ich bedanke mich und viel Spaß bei der EM.